Ich habe einen schönen Parkplatz im Wald gefunden. Und wenn ich jetzt den Ton ein bisschen lauter drehe, hört man es auch. Wir fahren jetzt nach Traken. Jetzt kommt ein Auto. Wir fahren jetzt nach Traken und da steppt heute der Bär. Man hört's. Und um mal das typische Touristenflair noch mitzuzeigen. Ja, am Anfang der Brücke gab es einen Cache. Oder nach der Beschreibung her eher auf der Baumwurzel, die daneben am Ufer liegt. Aber so hat man nichts gefunden und tiefer suchen will ich ja nie bei den vielen Leuten. So, und da haben wir die Toiletten. Gleich zwei auf zwei Etagen verteilt.
unten für Mädels, oben für Jungs, oder wie läuft das? Und wohin gehen die Diversen? Das steht sogar auf Deutsch, ich bin blöd. Nachdem die ganz nach unten gestrollt hat, dieser Kessel führt euch zur Wasserburg Rakai. Sie entstand im 14. Jahrhundert. Sie wird 1377 von deutschen Kreuzfahrern angeküsst. Für den Eigentümer der Burg galt unter anderem der Fürst Gerdiminas. Dieser nutzte die Burg als Residenz, bevor er die Stadt Vilnius gründete. Anschließend gab es eine Schlacht zwischen Fürst Vytautas und Vladislav II. Manchmal sind die Hinweise auch ganz eindeutig. Also ich denke mal, wir schreiben Hinweis in der Wand, siehe Spoiler-Foto, wo ich glaube, das Foto brauche ich mir nicht rauszuholen. Ich glaube, den kann ich mir zeigen lassen. Das ist alles. Das war ja mal was Leichtes.
stehe hier genau zwischen zwei Seen in der Nähe von Wrackay. Und ja, heute früh war ich noch mal kurz über den Friedhof, den ältesten Friedhof von Vilnius gegangen. Die Bilder seht ihr hier. Die stechen schon wieder hier. Ich denke, wie gesagt, zwischen zwei Seen. Und kommt doch Haufen Viehzeug an hier. Und wie gesagt, jetzt war ich gerade bei der Burg Dragai. Und stehe hier 3 Kilometer weg, bin mit dem Fahrrad dahin gefahren. Hab das Auto hier gelassen. Ist ein großer Parkplatz. Stehen wir durch 4 Autos. Wollte ich euch mal jetzt vorlesen. Die Burg Trakai ist eine spätmittelalterliche Wasserburg in Litauen. Die Anlage zählt heute zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Litauens und wird als Museum genutzt. Ja, da reinzugehen habe ich mir gespart. Ich habe bloß am Anfang, direkt am Ufer gegenüber, gab es einen Grüßtisch. Da war nur ein Foto gefragt mit Datum und jetzt fällt die Kamera runter. Und jetzt kippt das Fahrrad noch um.